Und was haben wir heute? So ein Vertragsbrecher, ja? So ein ungewaschen, ungepflegt, ja? Oder so ein Döner, der vorher seine Fresse bei Kinderschokolade ablichten lassen hat. Und die Härte ist ja noch, die spielen den ganzen Tag nur Minecraft. Die spielen nur Minecraft. Wenn ich mit Lego spielen will, dann gehe ich in das Zimmer von meinem Sohn, Hashtag ungewollt. Yo, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir für euch folgende Themen. Assassin's Creed wird verfilmt. Ab Sommer gibt es Heroes of the Storm Actionfiguren. Und die Gewinnspielauflösung der 5 Heroes of the Storm Beta Keys am Ende des Videos. Heroes of the Storm, das neue Blizzard-Spiel, befindet sich momentan in der geschlossenen Beta-Phase. Und es gibt schon erste Merchandise-Ankündigungen. Die National Entertainment Collectible Association wird nämlich ab diesem Sommer erste Actionfiguren des Blizzard-Spiels veröffentlichen. Hört, hört. Es werden immer 2 verschiedene Actionfiguren nacheinander veröffentlicht, den Anfang machen dabei Nova und Illidan. Laut Hersteller sollen die Actionfiguren für einen erschwinglichen Preis im Laden stehen und auch super beweglich sein, damit die Helden eine Pose annehmen, die sie auch verdienen. Was? Wie kommt man da drauf? Ich weiß nicht, ich habe einfach so gemacht. Und nun kommen wir von Actionfiguren zu Actionfilmen. Ubisoft bestätigte nun offiziell, dass die Dreharbeiten zu einem Assassin's Creed Film bald beginnen werden. Genauere Details zum Inhalt des Films sind leider noch nicht bekannt. Doch einige Informationen sind durchgerieselt, und zwar, dass Michael Fassbender, ihr kennt ihn aus Inglourious Basterds, Prometheus oder X-Men, die Hauptrolle übernehmen wird. Also einen Assassin spielt. Hoffe ich. Wollen wir hoffen. Denke ich. Wäre cool. Auf jeden Fall. Das Projekt wurde in die Hände von Regisseur Justin Kurzel, wie ihr wollt, gelegt, von dem dieses Jahr der Film Macbeth in die Kinos kommt. Wir sind gespannt, was er aus dieser genialen Spielreihe zaubern wird. Der Release-Termin wurde auf den 21. Dezember 2016 gelegt. Ob es dabei bleibt, ist fraglich. Ubisoft plant unter anderem noch, andere Spiele aus ihrem Entwicklerhaus verfilmen zu lassen. Unter anderem Far Cry, Rabbids, Watch Dogs, Ghost Recon und Splinter Cell. Aber zu diesen Ankündigungen sind erst recht noch keine Details bekannt. Aber nicht nur Spiele von Ubisoft sollen den Weg zur Kinoleinwand antreten, sondern auch Hitman, Agent 47, Warcraft, der Film, Angry Birds, The Last of Us, Tomb Raider mit neuer Besetzung, Uncharted, Resident Evil 7 und eventuell God of War und Halo. Was aber noch nicht bestätigt wurde. Nun seid ihr wieder an der Reihe. Schreibt uns mal in die Kommentare, welche Spielverfilmungen euch bis jetzt am meisten gefallen haben und welche eher nicht. Gerne könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, auf welche kommende Verfilmung ihr euch am meisten freut. Und nun, liebe Freunde, wieder zu Haralds Kommentar der Woche. Tari Piskopatz! Hä? YouTube wird 10 Jahre alt, Leute. 10 Jahre. Soll ich euch mal sagen, wie das früher war? Ja? Früher, da bin ich auf YouTube gegangen und da habe ich Daddy DJ geguckt. Oder habe mal ein Video von der Kirmes hochgeladen, wo ich auf dem Breakdancer war. Oder wo ich an der Autoscooter rumgegammelt habe, ja? Und was haben wir heute? So ein Vertragsbrecher, ja? So ein ungewaschen, ungepflegt, ja? Oder so ein Döner, der vorher seine Fresse bei Kinderschokolade ablichten lassen hat. Ja, oder so ein Monk, der aussieht wie Jesus, der auferstanden ist, um Spiele zu spielen. Und Sarazar, so ein Hippie, ja, die nichts können außer Spiele spielen. Ich sag euch eins, wenn ich eine Dauerschleife von meinem Pinkelgeräusch aufnehme, das hat mehr Klicks, als die jemals haben werden. Die Pisser. Und die Härte ist ja noch, die spielen den ganzen Tag nur Minecraft. Wenn ich mit Lego spielen will, dann gehe ich in das Zimmer von meinem Sohn, Hashtag ungewollt. Soll einer nochmal sagen, Harald traut sich nicht. Wenn ihr ein Problem habt, dann kommt ihr morgen nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Ich fick euch am Nachkommen. Ah, ja. Bevor ich mich hier noch weiter aufrege und ein paar Kieferfrickers verteile, geh ich mal lieber wieder zum Kaufer. Auf den Shop brauch ich erstmal ein Doppelkorn, ihr Pisser. Ja,
ja, wir distanzieren uns von jeglichen von Harald getätigten Aussagen. Wir haben nichts gegen die anderen YouTuber, jedem das sein. Ihr bist nicht am Arsch und so gemein! Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zum Heroes of the Storm Beta Key Gewinnspiel. Insgesamt 5 Beta Keys gibt's jetzt für euch da draußen. Wir haben euch gebeten, uns mal mit einem lustigen Kommentar zu erklären, warum genau ihr den Heroes of the Storm Beta Key verdient. Wir haben uns 5 Kommentare rausgesucht und ich kann euch sagen, es war wirklich saumäßig schwer, da die besten auszuwählen. Denn was ihr da für kreative und lustige Kommentare geschrieben habt, das war eigentlich nur der Hammer. Auf jeden Fall nochmal unter das Video gucken, da oben eingeblendet, und sich das Ganze anschauen. Da waren tolle Ideen dabei. Nichtsdestotrotz mussten wir uns für 5 Kommentare entscheiden. Und wir fangen auch direkt mal mit dem ersten Key-Gewinner an. Das ist nämlich der gute alte Scratch. Der gute alte Scratch, der hat uns den Kommentar da geschrieben. Und wir waren als erstes ein wenig perplex, fanden den Kommentar dann aber doch mehr oder weniger echt lustig. Naja, Unlogik siegt. Der erste Key geht an dich, lieber Scratch. Der zweite Key geht an jemanden, der uns von BudTV in Heroes of the Storm den Arsch versohlen will. Das alleine in Kombination mit dem recht coolen Namen The Whore Butcher. Was? Was? Hat uns dann dazu verleitet, ihnen den zweiten Key zu geben. Herzlichen Glückwunsch, Whore Butcher. Der dritte Key geht an Mr. Noise444. Der behauptet nämlich, der beste Diablo EU West zu sein. Das wollen wir mal sehen, mein Lieber. Die nächsten Tage erreicht dich eine PN und eine Herausforderung vom besten Diablo EU West. Der vierte Key geht an den guten alten Koru. Und ich hoffe, der wird auch wirklich benutzt, denn er schrieb uns, sein PC wäre zwar zu schwach für Heroes of the Storm, aber er gönnt dem Key einfach keinen anderen. Ja. Pech gehabt, jetzt hast du ihn wirklich, jetzt muss er auch mit uns spielen. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Der fünfte und letzte Key wird mal ganz, ganz vernünftig vergeben. Ein jemand hat uns nämlich einen ellenlangen Kommentar geschrieben und wirklich unser Herz erweicht. Er hat fast jegliche Blizzard-Spiele gespielt, hat sich tausendfach um Keys beworben und, mein lieber Matzo HD, jetzt ist es soweit. Du kriegst von uns den fünften und letzten Key von Heroes of the Storm. Aber, liebe Freunde, die Leute, die gerade noch nichts bekommen haben an Heroes of the Storm Keys, denen empfehle ich ganz, ganz guten Gewissens, mal da oben bei moreheroes.de vorbeizuschauen. Der Link ist nochmal in der Videobeschreibung. Das ist nämlich eine Community zu Heroes of the Storm, wo ihr aktuelle Informationen und dazu bekommt. Unter anderem gibt es da auch regelmäßig Heroes of the Storm Key-Verlosungen. Da solltet ihr euer Glück auf jeden Fall mal versuchen. Und wenn ihr dann Bock habt, mit uns zu zocken, schreibt uns ruhig eine PN. Aller spätestens sehen wir uns im Sommer wieder, denn da wird Heroes of the Storm wahrscheinlich offiziell erscheinen. Kostenlos. Und wer nochmal explizit wissen möchte, was Heroes of the Storm eigentlich bisher so kann, da oben haben wir ein kleines Review-Video verlinkt. Und nochmal von uns beiden herzlichen Glückwunsch an die Beta-Key-Gewinner. Ja, ich würde sagen, das war's wieder von den Game News. Jawohl, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da oder ein Abo. Da unten ist übrigens der rote Knopf zum Abonnieren. Bis dahin, euer Buddy und Makatze. Was du, der Pissflitsch? Danke, Harald.